Ich darf uns auch alle grüßen, herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Heute Morgen haben wir ein Thema, was ich wichtig empfinde, fast noch wichtiger als die prophetischen Themen, die wir angeschaut haben gestern, obwohl wir haben ja bei der Wiedergeburt angefangen, bei Golgatha, das darf man ja, aber wir haben so ein bisschen Ausflüge gemacht, auch in den Propheten Daniel. Heute geht es um ein Thema, das Luther genannt hat, Gesetz und Gnade. Gesetz und Gnade waren für ihn so zwei Spannungspunkte. Ja? Das Gesetz richtet Zorn an und die Gnade bringt zurecht. Und ich habe ja einen YouTube-Kanal, wo ich verschiedene Themen behandle und auch viele dieser Sachen, die mit Daniel auch sich auseinandersetzen oder auch mit Offenbarungsthemen. Aber diesen Gesetz- und Gnade-Kanal, den mag ich sehr, weil den habe ich dazu genommen, weil mir das ganze Thema wichtig war, weil die Prophetie, die erfüllt sich ohnehin. Ja? Also mit oder ohne unser Wissen. Aber unser Gottesbild, das betrifft unseren Alltag und unser konkretes Leben. Und wem das Herz voll ist, dem geht ja auch der Mund über. Ja? Dann wird auch die Evangelisation ist da nicht Aufgabe von einigen Hauptamtlichen oder besonderen Leuten, sondern die ganze Gemeinde, die schwärmt von Jesus und das multipliziert es dann ja auch. Deswegen glaube ich, ist das Thema, finde ich, eigentlich fast noch wichtiger als diese prophetischen Themen. Obwohl, es ist wie bei einem gemischten Salat, ja. Das wissen die Frauen besser als die Männer. Da darf von allem etwas drin sein und das macht auch einen ausgewogenen Geschmack dann, ja. Ich möchte zur Einleitung euch ein paar Verse lesen aus dem Römerbrief, die den Paulus sehr angreifbar gemacht haben unter seinen Pharisäerkollegen. Wir lesen den heute natürlich mit 2000 Jahren Abstand, aber wir wissen ja, dass Paulus sehr viel Widerstand hatte, auch für sein Evangelium aus den eigenen Reihen. Und gerade dieses Kapitel 7 hat Paulus sehr angreifbar gemacht, für uns aber ein sehr tröstliches Kapitel. Und das möchte ich gerne als Einstieg lesen in diese Gedanken. Wandel im Geist. Ja. Der Paulus schreibt von Vers 21, Römer 7 von Vers 21, so finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhangt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Wie gesagt, das sind Verse, die den Paulus sehr angreifbar gemacht haben, weil die Pharisäer gesagt haben, seine pharisäischen Kollegen, seht ihr, was mit dem Paulus los ist? Das hat er jetzt davon, ja? Dass er in solche Situationen reinkommt, dass er ja ganz offen zugibt, dass er das Böse tut. Er schreibt ja hier auch in Vers 21, dass das Böse ihm anhängt. Ja? Könnt ihr das verstehen, was das für eine Flanke war, die der Paulus da geöffnet hat? Alle seine Gegner haben diese Verse genommen, um die gegen Paulus zu verwenden. Paulus lässt er ja sehr tief in sein Herz reinschauen und er zeigt eine Zerrissenheit, die im Glauben normal ist. Ja? Das Zerknirschtsein über persönliche Schuld ist nicht etwas Ungewöhnliches für den Christen. Das ist etwas Normales. Dass man das Gefühl hat, dass unser Gebet nicht ausreicht, das ist etwas Normales, das gehört zum Christentum dazu. Dass ich irgendwann das Gefühl habe, auch mein Dienst ist zu wenig, mein Beten ist zu wenig, meine stille Zeit ist zu wenig, mein Arbeiten für den Herrn ist zu wenig, meine Taufe hilft mir nichts, ja? Mein ganzes Wissen nützt mir nichts. Das ist etwas, was Gottes Geist in uns wirkt. Ja? Und das steht unter dem Oberbegriff Zerbruch. Und alle Gotteskinder haben dies gemeinsam, dass sie vor Gott zerbrochen worden sind. Das tut Gott nicht, weil er ein grausamer Gott wäre, sondern das tut er, um uns zu enttäuschen. Ja? Gott ist nie enttäuscht über uns, weil er sich ja gar nicht täuscht über uns.
aber wir täuschen uns über uns selbst. Und um diese Täuschung von uns wegzunehmen, zeigt uns der Heilige Geist, wer wir sind und was in uns noch alles möglich ist, was in uns noch schlummert oder tobt. Gott zeigt uns, wer wir sind in unserem Innersten. Ohne die Gnade Jesu, ohne das Bewusstsein darüber, dass Jesus uns vergeben hat, würde uns das psychisch krank machen. Ja? Das würde uns in eine tiefe Verzagtheit stürzen. Weil wir ja so enttäuscht werden und weil wir uns sehen im Licht Gottes, wir sehen uns ja nicht nur im Vergleich zu unseren Schulkameraden oder im Vergleich zu unseren Eltern oder im Vergleich zu Arbeitskollegen, sondern wir sehen uns ja im Vergleich zum lebendigen Gott und da bleibt von uns gar nichts mehr übrig, gar nichts mehr, wessen wir uns rühmen könnten, überhaupt gar nichts mehr. Der Mensch vergeht da eigentlich und kann das nur ertragen, indem er weiß, Christus Jesus ist für eben diese Dinge gestorben. Jesus ist nicht für theoretische Sünden gestorben, sondern für äußerst konkrete Schuld, ja? Die wir auch während unseres Glaubenslebens und auch während wir Kinder Gottes sind und Gott nachfolgen wollen, die immer noch geschehen können in unserem Leben, in Gedanken, in Wort und in Werken, ja? Paulus schreibt ja davon und sagt, ich habe ja Lust an Gottes Gesetz. Ich will ja gerne so leben, wie Gott das von mir will. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde. Ich elender Mensch. Manche sagen, das hat der Paulus erlebt, bevor er wiedergeboren wurde. Als er wiedergeboren worden ist, da wurde das alles besser mit ihm. Ich will auch nicht ausschließen, dass es eine gewisse Besserung, weil eine gewisse Heiligung in einem Glaubensleben gibt. Aber ich glaube, dass das dann und wann uns immer wieder auch übereilt, weil uns das an Golgatha hält, weil uns das an der Gnade hält. Wir Menschen sind manchmal so ein bisschen wie Fesselballons. Je mehr warme Luft in uns ist, desto höher steigen wir, ja? Und manchmal erlaubt sich der Heilige Geist, da rein zu pieksen. Und dann geht die Luft raus und wir kommen wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja? Das hält uns geerdet. Paulus hat so etwas Ähnliches ja auch gehabt und sagt, dass er einen Stachel im Fleisch hat, an dem ihm der Engel sagt, und er hat ja gebetet dreimal zu Gott und hat gesagt, nimm mir das weg. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja? Das heißt, die hohe Erkenntnis, die der Paulus gehabt hat, dafür hat er ein Gegengewicht bekommen. Sonst wäre der Paulus wahrscheinlich irgendwann auch abgehoben. Aber Paulus musste bei dem allen, was er wusste, was Gott ihm geschenkt hatte, wo er entrückt war in den dritten Himmel, wo er Worte gehört hat, die niemand gebühren auszusprechen, musste Paulus immer wieder nach Golgatha zurück. Ja? Immer wieder zu Jesus zurück. Und das hat den Mann bescheiden gehalten. Und diese Bescheidenheit, das ist eine schöne Tugend, die wir im Glauben auch haben können. Ja? Aber wir kommen, wenn wir zu Jesus kommen, ich habe das letztens auch, wir haben im Hauskreis drei Geschwister, die zum Glauben gekommen sind und da sieht man das so, am Anfang sind die heilfroh, sagt der Deutsche. Ja, das ist einfach, da ist alles neu geworden. Das ist, ich weiß, ein geistlicher Wonneproppen, muss man sagen. Ja, so Kinder, wenn die frisch geboren sind, die sind so ein bisschen speckig, ja, und ein bisschen rund. Und überall, wo man die anfasst, sind die knuddelig irgendwie. Ja, die sind richtig süß. So waren die im Geist. Ja, so geistliche Wonneproppen. Die schwebten auf Wolke 7. Ich habe Jesus gefunden. Ja, also einfach erlöst waren die. Die haben einen ganz anderen Gesichtsausdruck gehabt. Aber nach so ein paar Wochen und Monaten kam dann auch der Alltag wieder zurück. Ja. Und dann fängt der Kampf natürlich auch an. Und der Kampf geht erstmal gegen einen selber, ja? Dann kommen die alten Gewohnheiten wieder. Dann kommen die Lieblingsthemen wieder auf. Und dann fängt man an, dagegen zu kämpfen. Und dann fällt man wieder. Und dann wartet man zwei Tage, bis man Jesus um Vergebung bittet. Weil man sagt, ja, das war ja schon vorgestern. Heute bin ich ja schon wieder weiter. Heute verdiene ich die Gnade. Ja, der Mensch ist tückisch. Ja? Dann fällt man wieder rein. Dann wartet man wieder zwei, drei Tage, bis die Scham etwas abgeklungen ist. Dann bittet man Jesus um Vergebung und sagt, ja, das ist ja schon, ich bin ja heute schon wieder weiter. Wir sind tückische Menschen, das Wesen von uns ist tückisch. Und irgendwann geht der Kampf so weit, dass man merkt, es ist nicht so, dass ich Sünde tue, sondern die Sünde kommt ja irgendwo her, die kommt aus dem Herzen, ja.
ich bin Sünder. Und dann geschieht etwas mit uns Menschen, was die Psychologie nicht so gerne hat. Ja? Dann kommen wir an den Jabok, ja? Der Jakob, der kam ja an diesen Fluss, als er zurückkam. Und dann ringt ein Mann mit ihm. Jakob hatte Angst, weil er seinen Bruder Esau treffen sollte. Und den hat er ja betrogen vor vielen Jahren. 20 Jahre vorher hat er den betrogen. Und jetzt kommt der Esau ihm entgegen mit vielen hundert Mann. Und Jakob hat Angst gehabt. Sein ganzes Gut wird wahrscheinlich, und vielleicht wird er das nicht mal überleben, wenn der Esau ja, Rache an ihm übt. Ja, und er bringt also sein Vieh. Sind, weil die Männer tagsüber in den Geschäften überall die Hand aufgehalten haben. Ja. Und dann können die nicht sonntags in die Kirche gehen, haben ein schlechtes Gewissen. Dann gehen sie lieber in eine Kneipe. Das ist so, ja? Das ist ganz normale Lebenswirklichkeit heute. Ja? Diese unehrlichen Hantierungen, die gehören halt zum Wandel. Die sollen wir nicht tun, damit wir sind. Ja? Das ist Aufgabe der Predigt. Die Rechtfertigung in Christus empfinden wir nicht, sondern die gibt uns Gottes Wort geradezu vom Himmel herab. Jesus Christus, für das, worunter du gerade leidest, dafür ist er gestorben. Und du bist sogar mit ihm mitgestorben. Du bist tot. Dein alter Mensch existiert juristisch vor Gott nicht mehr. Naja, unsere Empfindung ist aber anders, ja? Unsere Empfindung ist, dass der alte Mensch manchmal noch sehr aktiv ist. Aber Gottes Wort sagt, mit Christus ist die ganze Welt mitgestorben und mitbegraben. Deswegen ging die Sonne unter, als Christus starb. Die Sonne hat sich geschämt zu scheinen, als die ewige Sonne untergegangen ist auf Golgatha. Ja? Und diese geistlichen Wahrheiten, das, was Wahrheit geworden ist auf Golgatha, empfinden wir nicht, sondern das Wort Gottes ruft das in unser Leben hinein. Deswegen ist Predigt auch so wichtig. Deswegen ist Bibelstudium auch so wichtig. Das ist eine Botschaft aus der Gotteswelt für den Gottesmenschen, was den Gottesmenschen zuversichtlich macht. Ja? Das heißt, die Bibel unterscheidet zwischen Wandel und Stellung. Eigentlich würde man sagen, im Alten Testament war es so, man musste etwas leisten, man musste das Gesetz halten, um vor Gott gerecht zu werden, um in die Stellung eines Gerechten zu kommen. Ja? Man musste arbeiten im Gesetz, man musste das Gesetz tun, um etwas zu sein. Im Neuen Testament müssen wir etwas sein, um dann auch etwas zu tun. Ja? Unser Glaube beruht nicht in erster Linie auf unseren christlichen Praktiken und Aktivitäten, sondern auf dem Sein in Christus, auf dem Angekommensein bei Jesus, ohne dass er irgendetwas tut. Nur das Schauen auf die erhöhte Schlange hat bewahrt vor dem Tod durch die Schlangenbisse, ja? Ohne jegliche Aktivitäten, ohne dass ihr etwas tut, allein durch den Glauben, durch den Herzensglauben an Jesus, den ihr vielleicht ganz privat für euch zu Hause habt. Das ist das, was uns rettet. Und nicht mal das, ich möchte es noch genauer sagen. Wisst ihr, was uns rettet? Wisst ihr, wer uns rettet? Jesus. Weil Gott euch lieb hat, rettet er euch. Ja? Gott hat uns lieb. Jesus hat uns lieb. Und das ist der Grund, warum wir gerettet werden. Der Grund für die Rettung liegt nicht mal in unserem Glauben. Ja? Der Grund für unsere Rettung liegt nur in ihm, weil er die Menschen lieb hat. Das, merkt ihr, wie sicher das ist? Das ist Gewissheit. Gott, weil Gott ist Liebe. Ja? Und weil Gott Liebe ist, deswegen wird er uns retten. Also setzen wir unser Vertrauen nicht mehr auf uns, auf unseren Wandel, auf unsere Anstrengungen, auf unser Tun. Wir haben auch kein schlechtes Gewissen mehr darin, ja? Sondern wir sagen, Herr Jesus, du hast es alles schon gemacht, du bist gestorben für uns, ich habe nichts zu bringen, alles Herr bist du, dann tu du auch. Bring du das doch zu Ende, was du angefangen hast in meinem Leben, ja? Ich habe schon so gebetet, ich habe gesagt, Herr Jesus, ich habe mich nicht bekehrt, du hast es angefangen. Du hast die Verantwortung dafür. Bring du das auch zu Ende, zum guten Ende. Ja? Und deswegen ist, genau wie die Jugend gesungen hat, ich fand das ganz wichtig und auch Jesaja klingt das ja auch ein bisschen an, wenn wir auf uns selber schauen und uns wirklich prüfen und sagen, was hat denn Bestand und Wert vor Gott, ihr werdet nichts finden. Und das ist auch richtig so. In uns ist nichts.
Aber in Christus ist alles. Das war doch der Grund, warum Gott zu uns kommen musste und seinen Sohn gesandt hat. Ja? Wenn wir uns selber, ich sag mal, den geistlichen Puls fühlen, wenn wir in uns hineinschauen, und ich meine das gar nicht, das ist ganz normal, das macht jeder Mensch. Das ist das eine natürliche, weil das in unserer Natur liegt, eine natürliche Regung, dass wir uns messen und sagen, bin ich gut, wo stehe ich? Ja? Aber das, was wir vor Gott zu bringen haben, das ist, um vor ihm gerecht zu werden, da bleibt nichts übrig. Warum? Weil Gott heißer ist als die Sonne und höher ist als aller Himmel Himmel. Wie wollen wir ihn denn erreichen mit dem, was wir tun und was wir haben? Wir sind Bettler. Und das versucht uns Gott langsam, stückweise zu zeigen durch seinen Geist. In der Balance mit Golgatha. Ja? So bleiben wir immer so ein bisschen auf dem Boden und bleiben immer ein bisschen auch beim Herrn. Und ein bisschen ist falsch gesagt. Wir bleiben beim Herrn und wir bleiben auf dem Boden, wir bleiben bei Golgatha und sind gebunden an Jesus. Wir sind auf Gedeih und Verderb an Jesus gebunden. Aber vom Gesetz sind wir frei. Ich muss einen Gedankengang mit euch gehen. War Jesus ohne Sünde? Ja. Hätte Jesus dann sterben müssen? Nein. Warum war er ohne Sünde? Was hat er gehalten? Das Gesetz. Er hat das ganze Gesetz gehalten. Und das Gesetz sagt, wer das Gesetz tut, soll leben. Er war der Einzige, der das Gesetz gehalten hat. Ja? Er konnte niemals zum Vater beten, Vater, vergib mir. Er hat seine Gerechtigkeit erarbeitet. Mühsam. Ja? Hätte er sterben müssen? Nein. Jesus hätte mit seinem Leib leiblich jederzeit in den Himmel gehen können. Ja? Auf dem Berg der Verklärung wird sein Leib ja wie die Sonne, ja, leuchtend weiß und weißer wie Schnee, und Mose und Elia begegnen ihm. Jesu Leib, Jesu irdischer Leib war so sündlos, dass er verklärt werden konnte wie der Herrlichkeitsleib von Mose und Elia. Jesus konnte jederzeit zum Vater in den Himmel gehen. Er hätte auch vom Kreuz von Golgatha einfach absteigen können und sagen, Vater, nimm mich auf. Hätte er tun können. Ja? Jetzt geht Jesus aber her und obwohl er ohne Sünde war, geht er ans Kreuz von Golgatha und stirbt dort. Ja? Das heißt, Jesus hat der Mensch Jesus hat für sein eigenes ewiges Heil das Gesetz gehalten. Aber er trägt trotzdem die Strafe für die Übertretung des Gesetzes. Ja? Und da ist Platz für uns. Versteht ihr das? Der Mensch Jesus hat für sein eigenes persönliches Heil mehr getan, als notwendig war. Denn notwendig war, das Gesetz zu halten. Das hat er getan. Er war ohne Sünde. Und trotzdem trägt er die Schuld für die Sünde. Und in diese Sache, wo er mehr getan hat als für sich, da ist unser Platz, da stellen wir uns hin, da ist Platz für uns. So geschieht auch Sündenvergebung. Wir sind mit Christus juristisch mitgestorben. Unser alter Mensch gilt vor Gott nicht mehr. Wenn wir eines Tages vor Gott sind, dann wird er nur noch das sehen, was in dem neuen Menschen geworden ist. Und der alte ist vergangen, weil er einer alten Schöpfung angehört. Ja? Wenn Jesus eine Sünde getan hätte, hätte Gott ihn dann auferwecken können? Nein, dann wäre Jesus im Grab geblieben. Gott hatte aber Jesus auferweckt. Das heißt, dass Jesus ohne Sünde war. Sonst hätte Gott ihn nicht auferwecken können. Wenn aber Gott Jesus auferweckt hat, dann war Jesus ohne Sünde und ist trotzdem gestorben. Jetzt gehe ich den Gedanken rückwärts, den wir eben vorwärts gegangen sind, ja? Wenn aber Jesus ohne Sünde war und trotzdem gestorben ist, hat er mehr geleistet, als für sein eigenes Heil notwendig war. Und das ist euer Platz, unser Platz. Da stellen wir uns hin. Das ist geschehen auf Golgatha. Und deswegen sagt Paulus, Jesus ist leiblich auferstanden. Wieso sagen denn viele von euch, die Auferstehung sei nichts? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden und wir sind die elendesten unter allen Menschen. Ja? Denn wir haben weder die diesseitige noch die jenseitige Welt. Und wir würden auch als Lügner erfunden, dass wir zeugen, dass Gott Jesus auferweckt hat, den er nicht auferweckt hat. Und ihr werdet noch in euren Sünden und ihr werdet verloren und die ganze Welt wäre verloren, das ganze All, der ganze Kosmos, alles wäre verloren. Wie kommt ihr dazu, die Auferstehung, die leibliche Auferstehung Jesu zu leugnen? An der Auferstehung Jesu hängt alles, alles, nicht nur die Gemeinde Jesu, die ganze Schöpfung und das All und die Ewigkeit, alles und die Engel, alles hängt an ihm. Ja?
Und wenn die Auferstehung nicht geschehen wäre, dann wären wir verlorene Leute. Und die Apostel wären Lügner. Und die Welt wäre verloren, die Gemeinde wäre verloren, sie wären noch in ihren Sünden, es wäre alles dahin. Nun aber ist Christus auferstanden, sagt Paulus. Halleluja. Christus lebt, er ist auferstanden. Es ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Selbst der Teufel kann das nicht rückgängig machen. Er kann es vielleicht leugnen, aber es geht nicht mehr rückgängig zu machen. Versteht ihr, unser Glaube beruht auf einer Tatsache. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Oder? Golgatha bleibt auch wahr, wenn es niemand glauben würde. Es ist trotzdem geschehen. Ja? Das ist außerhalb von uns. Und wenn wir uns sehen und uns erleben, wie unser Wandel ist, wie unsere Neigungen sind, wenn wir das Gesetz übertreten, dann dürfen wir immer wieder wissen, das bleibt unverrücklich stehen, egal wo ich gerade bin. Ja? Das ist ein großer Trost für uns, dass dieses Golgatha nicht wankt. Das steht und das bleibt. Und das wird nie mehr ungeschehen gemacht werden können. Und darauf verlassen wir uns. Das ist unser Glaube. Ja? Unsere Rettung entsteht nicht, wenn wir viel Glauben in uns erzeugen. Glaube ist das Passivste, was man tun kann. An Jesus zu glauben, ist das Gegenteil von Gesetz zu tun. Ja? Gesetz tun ist aktiv. Glaube ist passiv. Luther sagt, wir machen aus Jesus wieder einen Mose. Ja? Jesus, der uns das Evangelium gebracht hat, den machen viele wieder zu einem neuen Gesetzgeber. Wir haben jetzt ein neues Testament mit einem neutestamentlichen Gesetz, mit neutestamentlichen Geboten. Die Juden hatten die alttestamentlichen, wir haben jetzt die neutestamentlichen Gebote. Das ist ein schwieriges Thema. Zum Gesetz. Wo ist das Gesetz gegeben worden? Auf dem Berg Sinai. Ja? Für wen galt das Gesetz? Das ist eine schwierige Frage. Für wen galt das Gesetz? Bitte? Für das Volk Israel? Und für die ganze Welt? Ja? Für das Volk Israel ist richtig, ja? Sagen die Juden auch immer, dass das Gesetz für das Volk Israel gilt. Aber im Alten Testament steht auch, dass auch der Fremdling, der unter Israel wohnt, oder? Ist das so, ja? Und Paulus sagt, was das Gesetz sagt, das sagt es allen, damit aller Welt Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Weswegen? Wegen dem Gesetz vom Sinai. Ja? Die ganze Welt wird von Christus gerichtet werden nach dem Gesetz vom Sinai. Ja? Was ist denn das Gesetz überhaupt? Was ist das? Was ist das denn, wovon wir da reden? Das Gesetz ist eigentlich Gottes Wesen in Buchstaben gegossen. Gottes Wille in Buchstaben, das ist das Gesetz, ja? Wie ist denn Gottes Wesen? Was ist denn Gottes wichtigste Eigenschaft? Die Liebe. Also kann auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein, oder? Und das schreibt Paulus, das ist so. Versteht ihr den Gedanken? Was ist das denn, das Gesetz? Das Gesetz ist Gottes Wesen und Gottes Wille in Buchstaben gegossen. Und Gottes Wesen und Wille ist Liebe. Und deswegen sagt Paulus, ist auch die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das ist der Gedankengang, den er hat. Ja? Das heißt also, wenn wir das Gesetz übertreten, sind wir nicht zu schwach, sondern wir sind lieblos. Wir sind gottlos. Versteht ihr? Das hat nichts mit Kraft und Schwachheit zu tun. Da ist der alte Jakob noch in uns. Das schaffe ich. Ja? Ich bin stark, ich kämpfe die ganze Nacht, die Nacht meines Wesens. Ja? Wenn wir das Gesetz übertreten, sind wir nicht zu schwach, Gottes Gebote zu halten, sondern wir sind lieblos und wir sind gottlose Leute. Das ist das, wessen wir eigentlich schuldig werden. Ja? Jetzt ist aber das Gesetz vom Sinai gegeben worden, Israel und der ganzen Welt, damit die ganze Welt Gott schuldig sei. Jetzt hat sich aber das Priestertum doch geändert, oder? Das Priestertum ist vom aaronitisch-levitischen Priestertum gewechselt zu dem Priestertum Melchisedeks, zu dem Priestertum Jesu Christi, nach der Weise Melchisedeks. Nicht nach der Weise Levis, nicht nach der Weise Aarons, sondern nach einem ewigen Priestertum. Wo sich das Priestertum geändert hat, da muss sich aber auch das Gesetz ändern, sagt Hebräer 7. Jetzt wird es spannend.
Das Gesetz muss ich ändern? Ja, welches Gesetz? Na ja, das Gesetz vom Sinai. Ja, aber wohin soll sich das Gesetz denn ändern? Das Gesetz vom Sinai ändert sich in dem neuen Priestertum Christi in das Gesetz des Geistes, in das Gesetz Christi, in das Gesetz der Freiheit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Ja? Das Gesetz Christi, das ist ganz einfach. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Das Gesetz von Mose und Aaron, und dazu gehören, Entschuldigung, auch die 10 Gebote, das ist vorbei. Nur für die Gemeinde Jesu ist das vorbei. Warum? Weil die Gemeinde Jesu schon in dieses neue Priestertum Christi eingetreten ist und weil er unser hoher Priester ist und weil wir nicht mehr in dem alten Gesetz von Mose und Aaron leben sollen, sondern in dem Gesetz unseres Herrn Jesus Christus, was Paulus beschreibt, das Gesetz Christi. Paulus sagt, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hört ihr das? Paulus sagt, ich bin frei geworden von dem Gesetz der Sünde und des Todes, frei geworden vom Gesetz Mose. Warum? Weil ich im Gesetz Christi bin. Im Gesetz der Freiheit, sagt Jakobus. Im Gesetz des Geistes. Das ist etwas Neues. Warum? Wir sind doch wiedergeborene Menschen. Wir tragen Gottes Geist in uns. Also ist unser Gesetz nicht Buchstabe. Unser Gesetz ist Person, Jesus. Er ist unser Gesetz. Was Jesus von uns will, tun wir. Und was Jesus nicht von uns will, tun wir nicht. Ja? Weil Jesus aber Gott ist und weil Christus in Gott ist und weil Gott Geist ist und weil sein Wort Geist ist und das Gesetz auch von Gott kommt. Deswegen ist das zwar in Übereinstimmung, was wir tun mit den 10 Geboten, ja? Aber wir orientieren uns nicht am toten Buchstaben, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig, ja? Wir folgen nicht dem toten Buchstaben, sondern wir folgen dem Inhalt und dem Sinn, dem inneren Willen des Buchstabens. Wir folgen dem Gesetz Gottes insofern, als es durch Gottes Geist gehaucht und gegeben ist. Aber orientieren, bin gebunden und unser Gesetz selber ist Christus, Jesus, unser Herr Jesus. Das ist unser Maßstab, sodass Paulus sagt, alles, was nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Hört ihr das? Das sagt ein Pharisäer. Ich hätte verstanden, wenn Paulus sagt, alles, was außerhalb der 10 Gebote ist, das ist Sünde. Oder ich hätte verstanden, wenn er sagt, alles, was dem Gesetz des Sinai widerspricht, ist Sünde. Ja? Aber Paulus macht etwas ganz anderes zum Maßstab. Er macht den Glauben, das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi zum Maßstab. Und er sagt, das, was nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Das ist ein erstaunliches Wort für einen Pharisäer. Was ist denn passiert mit dem Gesetz des Mose? Das wird im Neuen Testament nicht mehr verlangt von uns. In den Evangelien noch. Jesus lebte eigentlich noch im Alten Testament. Ja? Jesus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Jesus war unter dem Gesetz des Mose. Und er hat es ganz gehalten und er ist deswegen ganz sündlos gestorben und konnte deswegen unsere Sünde tragen. Beweis, Auferstehung, leibliche Auferstehung. Ja? Deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Nach Jesu Auferstehung wurde er zum hohen Priester und alles wurde neu. Sogar das Gesetz wurde neu. Der Hebräerbrief sagt, wo sich das Priestertum geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern, muss sich auch der Tempel ändern. Der dritte. Muss sich auch der Gottesdienst ändern. Müssen sich auch die Opfer ändern. In Christus ist alles neu geworden. Ja? Und warte darauf, offenbart zu werden. Und wir schauen nicht mehr auf das Sichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, weil das Unsichtbare, das ist ewig. Da brauchen wir aber andere Augen für. Ja? Das heißt, das Gesetz des Sinai betrifft
das Volk Israel des Alten Bundes, das irdische Volk Israel, und es betrifft laut Paulus die ganze Welt, und die ganze Welt wird am Ende der Tage durch dieses Gesetz, durch Christus abgeurteilt werden. Das wird kommen. Die Gemeinde Jesu ist dem Gesetz und dem Anspruch des Gesetzes aber enthoben. Denn wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind im Glauben. Wir sind in Christus. Wenn wir in Christus sind und das Gesetz kommt zu uns, dann verzieht sich das Gesetz, weil das sieht nur Jesus. Und das sagt, Entschuldigung, dass ich nur in der Nähe bin. Ja? Christus ist der Gesetzgeber. Wenn das Gesetz uns in Christus sieht, findet es nichts an uns. Ja? Weil wir uns in Christus geborgen haben, in diesem Felsen. Ein anderer Grund ist, unser Bürgerrecht ist ja im Himmel. Aber das Gesetz des Mose gilt nur auf der Erde. Wir sind dem Gesetz enthoben. Das Gesetz ist vollzogen worden. An wem? An unserem Herrn Jesus Christus, der es nicht verdient hatte. Das Gesetz ist vollzogen. Und weil wir uns auf diesen Boden stellen, sind wir dem Gesetz Enthobene. Das Gesetz erreicht uns nicht mehr. Das Gesetz sieht uns nur noch in Christus. Und das Gesetz ist für die Gemeinde Jesu aufgehoben. Unser Gesetz ist das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Aber das ist doch ein Widerspruch. Gesetz ist doch keine Freiheit. Doch, sagt Jakobus, wer dahin durchschaut, der wird selig, glückselig. Weil der ist gebunden nur nach an Jesus. Und Paulus nimmt diese Worte hier in Römer 8 als Auflösung für seine Malaise, die er erlebt, wenn er auf sich selber schaut. Und sagt, in mir ist noch Begehrlichkeit. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Hört ihr das? Paulus sagt, ich tue die Sünde nicht mehr, sondern die Sünde, die in mir wohnt, die tut das. Ich darf in Jesus sein. Ich, Paulus, darf in Jesus sein. Die Sünde, die ich tue, die ist noch in meinem Leib und die tut die Sünde auch noch in meinem Leib, aber ich darf in Jesus sein. Das ist die erste Lösung, die er bietet. Das ruft Gottes Wort uns in unsere Malaise und ruft Gottes Wort in eure Malaise rein. Ja? Ihr dürft in Jesus sein, bergt euch da. Ja? So finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhängt. Das klebt, das ist wie Pech. Das klebt an ihm und je mehr er sich davon versucht zu lösen, desto mehr haftet es ihm an. Und er kommt nicht weg davon. Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Jetzt müsst ihr genau zuhören, wie seine Lösung ist dafür. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Das bleibt. Diese Diskrepanz wird nicht aufgehoben. Er bleibt in dieser Spannung zwischen Fleisch und Geist. Und er schreibt es im Galaterbrief auch. Der Geist ist wieder das Fleisch und das Fleisch ist wieder den Geist, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Und dann zählt er auf, ja, die ganzen Sünden, die dort auch genannt werden. Er schreibt dann, offen, und ich möchte es auch beim Namen nennen, weil das ist auch wichtig, weil ich noch zu einem anderen Punkt kommen muss. Paulus sagt, wir sind nicht ohne Gesetz. Ja? Er sagt, ich bin den Juden geworden wie einer, der im Gesetz ist, und den Heiden wie einer geworden, der ohne Gesetz ist, wiewohl ich nicht ohne Gesetz bin. Wir sind nicht ohne Gesetz, sondern wir sind in dem Gesetz Christi. Ja? Das war Ketzerei, hört ihr das? Die Pharisäer haben gesagt, bist du verrückt, Paulus, wie Gesetz Christi? Also erstmal war Jesus nicht der Christus, nicht der Messias und ein Gesetz Christi gibt es nicht. Es gibt nur das Gesetz des Mose. Du bist ein Ketzer. Du redest wieder diese Stätte und wieder das Gesetz. Ja? Das war ja der Vorwurf, den die Pharisäer dem Paulus gemacht haben. Aber es ist eine herrliche geistliche Wahrheit.
dass wir vom Buchstaben frei sein dürfen und dass wir befreit werden zu Jesus. Das könnt ihr nicht studieren. Das könnt ihr nur durchleben. Das könnt ihr nicht studieren. Das könnt ihr euch nie intellektuell aneignen. Das könnt ihr nur durchbuchstabieren. Ja? Wie eine Banane schmeckt, kann euch niemand erklären. Ihr müsst reinbeißen. Man muss eine Banane mal gegessen haben, um zu wissen, wie eine Banane schmeckt. Und diese Dinge, von denen wir heute Morgen reden, kann euch niemand beibringen. Die könnt ihr nicht erlernen. Die müsst ihr essen und die müsst ihr runterschlucken. Und es wird euch grimmen im Bauch, dieses Büchlein. Aber daran werdet ihr selig werden. Ja? Durch diese Spannung, durch diesen Zerbruch, durch diese Situation am Jabok, durch diese Nacht, in der ihr seid, durch diese Finsternis hindurchgegangen zu sein und dann zu Golgatha zu kommen und irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo selbst der Beste und Begabteste unter uns sagt, Herr, ich bin ein Bettler, ich hab nichts. Ich hab nichts zu bringen. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ja? Die erste Frucht, die wir im Glaubensleben bringen, ist die, dass wir erkennen, dass wir keine Frucht bringen können. Und das ist auch nicht schlimm. Je schneller wir an den Punkt kommen, desto schneller kann Gott auch anfangen, wieder in unserem Leben etwas aufzubauen. Auf diesen Grund baut er nämlich auf. Ja? Ich habe einen Freund, der ist Landwirt, der hat zu mir erzählt, er hat ein Feld und auf dem Feld ist immer wieder mal Unkraut drauf. Und dann fährt er in den Baumarkt, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, und kauft Roundup. Roundup, sagt er, sprüht er aufs Feld und dann wachsen die Pflanzen und zwar wie wahnsinnig. Nach dem dritten Tag steht das Feld in voller Blüte. Nach dem fünften Tag platzen die Pflanzen fast auseinander, sodass seine Nachbarn sagen, was hast denn du da gesät? Aber am sechsten, siebten Tag platzen alle Zellen und einen Tag später ist das Feld vollkommen verdorrt. Und dann pflügt er das unter und er sagt, das Feld ist klinisch rein für neuen Samen. Roundup, verrückt, oder? Und so denke ich manchmal im Glauben auch. Ja, wenn man neu zum Glauben kommt, dann geht alles gut und wächst und man blüht auf und irgendwann merkt man, da ist ja immer noch der alte Achim. Ja? Und Gott bringt das so weit, bis von dem alten Achim nichts mehr übrig ist. Er macht das sehr fein, er macht das nicht bitter. Ja, Geschwister machen es manchmal bitter. Ja, aber Gott tut das, Gott ist ein Gentleman, das darf ich sagen, ja, aus eigener Erfahrung. Aber er zeigt uns, und es ist nicht schwer, sich unter Gott zu beugen, weil Gott so hoch ist. Unter Menschen sich zu beugen ist schwer, weil der Mensch so klein ist, da muss man so tief runter. Ja? Aber wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dass wir sagen können, Herr, ich habe gesucht in meinem Leben, ich habe alles Mögliche aufgezählt, ich hab mir eine Liste gemacht, aber das reicht alles nicht vor dir, das ist alles zu wenig vor dir, dann sagt Gott, ja, das weiß ich. Ich weiß es schon lange, du weißt es jetzt auch. Das war ja der Grund, warum ich Jesus geschickt habe. Ah, danke schön. Ja? Ich muss nicht zu Gott hinauf mich arbeiten, wie im Islam oder im Buddhismus. Durch ständige neue Reinkarnationen immer weiter in die göttliche, ich weiß es nicht, Sphären vorzudringen. Wir bekommen das geschenkt. Wir sollen nicht mehr etwas tun, wir müssen etwas sein. Ja? Und wenn wir etwas sind, wenn wir wiedergeboren sind, dann sollen wir auch etwas tun. Ja? Was ist jetzt aber mit dem Gesetz? Soll man das Gesetz gar nicht mehr. Ist das Gesetz schlecht? Ich muss auch kurz einen Schluck trinken. Ja? Soll man die 10 Gebote überhaupt nicht mehr anwenden? Sind es überhaupt noch 10 Gebote? Ein Gebot heißt ja, du sollst den Sabbat heiligen. Jetzt Samstag oder Sonntag? Also ihr alle, die hier sitzt, ihr haltet nicht das 10. Gebot, dass das klar ist. Ja? Das war gestern schon, ja? Da hätte aber keiner kochen dürfen oder hier sein dürfen, ja? Das heißt, wir sind ja alle Sabbatbrecher. Ja, und jetzt habt ihr nur noch 10 Gebote, oder? Gut, ja? Den Feiertag. Oder den 7. Tag, ja? Ja, den Feiertag, ja? Ist unser Feiertag nicht Christus? Ist es ein bestimmter Wochentag, in dem wir nichts arbeiten sollen? Was heißt denn nicht arbeiten? Naja, also auf jeden Fall keinen Schraubenschlüssel drehen. Wir machen einen Katalog. Also einen Schraubenschlüssel darf man nicht drehen. Wenn jemand Koch ist, darf der zu Hause kochen? Dürfen Frauen am Sabbat kochen? Oder müssen die vorkochen, damit am Sabbat keine Herdplatte da ist? Darf ein Aufzug fahren am Sabbat? Ja?
Am Sabbat darf man kein Feuer machen. Dürft ihr am Sabbat zu Freunden fahren? Wenn ihr Feuer in den Zylindern habt, in euren Autos, dürft ihr kein Auto fahren. Also machen wir mal eine Liste. Ja? So, ich schreibe mal auf. Nach 10 Minuten reicht mein Blatt nicht. Dann brauche ich ein nächstes Blatt. Dann brauche ich dicke Bücher. Wisst ihr, wo wir dann hinkommen? Zum Talmud. Dann schreibt man ein Gesetzeswerk, was man am Schabbat darf und nicht darf, was man am Sonntag, wie man den Feiertag richtig heiligt. Wisst ihr, wo wir dann hinkommen? Ins Judentum. Dann kommen wir in Buchstaben. Ja? Und das haben die Juden gemacht. Aber unser Gesetz ist Christus. Unser Sabbat ist Christus. Wir ruhen in ihm. Er ist unser Sabbat. Warum? Weil wir ruhen von unseren Werken. Am Schabbat darf man nicht arbeiten. Genau. In Christus darf man nicht an sich selber arbeiten, um vor ihm gerecht zu werden. Versteht ihr das? Wir ruhen in Christus. Er ist unser Sabbat. Wir gehen in den echten Sabbat ein, in den von Gott gewollten Sabbat, der im Alten Testament angedeutet ist, aber das Wesenheit ist in Christus. Ja? Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Ja? Gott ist Geist und Gott will, dass die, die ihn anbeten, im Geist und in Wahrheit anbeten. In Wirklichkeit, wir, durch Gottes Geist, schauen wir auch die Tiefen der Gottheit. Wir sind eingeweiht in Gottes Willen. Wir sind geliebt in Christus. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Leute, wir sind angekommen. Wir haben, Entschuldigung für das blöde Beispiel, wir haben 6er im Lotto, jeder von euch. Und es reicht ja gar nicht, Entschuldigung für dieses, ja, ich schäme mich, so ein Beispiel zu nennen. Ich schäme mich dafür. Ich weiß, wie soll man das sagen? Wir haben das Heil gefunden. Wir sind angekommen. Wir sind nach Hause gekommen. Und wir, die paar Jahre, die wir hier noch sind, die leben wir in rechtschaffenem Wandel, in der Hoffnung auf die Welt, die auf uns wartet. Ja? Aber für uns ist alles gut geworden. Auch Corona macht uns, ja? Keine Angst mehr. Soll nicht. Ich verstehe, wenn man Angst hat vor Corona. Ich habe da großes Verständnis für. Ja, ich habe gestern schon gesagt, wir sind ja auch nicht alle aus persischem Marmor entsprungen. Ja? Es gibt, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ja? Jesus hat die Welt überwunden, selbst wenn wir Angst haben. Da hängt es nicht von ab. Ja? Aber versteht ihr den Unterschied? Unser Wandel orientiert sich an Christus. Er ist unser Gesetz geworden, der auferstandene Herr. Und Jakobus nennt das Gesetz der Freiheit. Das ist fast schon so, als ob man darüber stutzen muss und sagen muss, aber Gesetz ist doch keine Freiheit. Doch, sagt er in Christus schon. Gesetz des Geistes. Aber das Gesetz und auch die 10 Gebote und alle anderen Gebote müssen trotzdem noch gepredigt werden. Auch von der Kanzel. Warum? Das gilt doch für die Gemeinde Jesu nicht mehr. Warum soll man das noch predigen? Weil ab und zu ja schon mal Gäste in den Gottesdienst kommen. Und die Gäste sollen hören, was Gott will von ihnen und was Gott nicht will. Ja? Wenn jemand in den Gottesdienst kommt, dann soll er im Gottesdienst auch von Gottes Wollen hören und er soll auch von Gottes Gesetz hören. Und er soll auch die Gebote hören, weil die so schön griffig sind. Und er soll auch wissen, was die Gebote ihm sagen. Und er soll, wenn er nach Hause geht und von seiner Frau gefragt wird, was im Gottesdienst gewesen ist, dann soll er sagen, ich habe die 10 Gebote gehört. Und da steht, ich lese die euch auch vor, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 1. Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen, was man anbetet. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Ja? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 1. Gebot mit Verheißung. Du sollst nicht töten. Jetzt kommt ein wichtiges. Du sollst nicht Ehe brechen. Weil das ist sehr verbreitet bei uns. Ja? Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten großes Haus. Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten hübschen Frau, noch seines fleißigen Knechtes, noch seiner pünktlichen Magd, noch seines starken Ochsens, noch seines kräftigen Esels, noch alles Schönem, was dein Nächster hat. Lass dich nicht gelüsten. Das sagt Gottes Wort in Kurzform. Und die Menschen, die in Gottesdienst kommen und das hören, die sollen das wissen. Wenn die nach Hause gehen und weiter in ihren Sünden leben, sollen die genau wissen, dass das, was sie gerade tun und praktizieren, Gott nicht will und dass das vor Gott ein Gräuel ist. Das sollen die wissen, damit ihre Gewissen beschwert werden. Weil Gottes Wort ein schweres Gewicht ist, was auf ihnen liegt. Und ein scharfes Schwert, was in sie hineingeht.
Und jedes Mal, wenn sie in der Sünde leben und schwelgen, sollen sie wissen, das, was ich hier gerade tue, das will Gott nicht von mir. Das ist Sünde. So lange, bis sie es nicht mehr aushalten. Und irgendwann kommen und sagen, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich habe so viel auf mich geladen. Ich habe Gottes Wort gehört und ich kenne Gottes Wort. Ich weiß, was Gott will von mir. Und ich habe so oft übertreten, ich gehe drunter kaputt, ich brauche Vergebung. Und dann zu Jesus findet. Ja? Das heißt, das Gesetz Gottes muss trotzdem gepredigt werden, damit Menschen zum Heil finden. Aber das Gesetz zu halten ist nicht mehr unser Ziel, sondern Paulus nimmt das Gesetz, um das Gesetz als Zuchtmeister zu nehmen, als Erzieher, um zu Jesus zu führen. Ja? Die Juden haben das Gesetz als Zielpunkt genommen und haben gesagt, wenn du dich richtig anstrengst und richtig Ernstes meinst, dann wirst du irgendwann so gut werden, dass du das ganze Gesetz halten kannst. Und dann bist du ein richtiger Jude. Das heißt, für die Juden war das Ziel ihres Glaubens das Halten des Gesetzes. Das Gesetz war ihr Ziel. Für uns ist das Gesetz nicht mehr Ziel. Für uns ist das Gesetz Mittel zum Zweck. Unser Ziel ist Jesus. Und da führt uns das Gesetz hin, so wie ich eben gezeigt habe. Ja? Es macht uns ein schlechtes Gewissen. Zu Recht. Das soll es auch. Das Gesetz soll ja die Sünde auch zeigen. Ja? Das heißt, das Gesetz, dass ich sage, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, heißt nicht, dass das Gesetz nicht mehr gepredigt wird. Aber wir sollen wissen, dass das Gesetz, das Halten des Gesetzes ist nicht unser Ziel. Was soll denn die Gemeinde Jesu tun? Was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu? Wir sollen Jesus darstellen. Hört ihr den Unterschied? Gesetzliche Christen werden euch immer sagen, dass wir das Gesetz halten. Ich bin zum Glauben gekommen in einer sehr strengen Brüdergemeinde im Siegerland. Da sind Menschen unter dem Gesetzesdruck, die sind kaputt gegangen darunter, die sind traurig geworden. Ja, das ist nicht das, was Gott will. Aber wir sollen nicht das Gesetz halten, sondern unsere Aufgabe ist, Jesus darzustellen. Ja? Und zwar in seiner liebevollen Art, in seiner Geradheit. Manchmal hat er auch den Tempel ausgefegt. Ja? Das war auch Jesu Art. Das gehört alles zum Wesen Jesu dazu. Es ist, Entschuldigung, es ist nicht nur das liebe Jesulein. Es ist Christus, der auferstandene Herr, vor dem Pilatus gezetert hat. Ja? Der wollte den loswerden. Der sagt, woher bist du? Und Jesus fragt ihn dann zurück und sagt, fragst du das von dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Er sagt, Pilatus, ist das deine Herzensfrage, woher ich bin, wer ich bin? Bist du ein König? Ist das deine Herzensfrage? Ich werde es dir sagen, Pilatus. Und sogar du, Pilatus, als Heide, kannst zum Glauben kommen. Und dann wischt Pilatus das mit einem Handstrich weg und sagt, bin ich ein Jude? Weißt du nicht, dass ich mit dir machen kann, was ich will? Und Jesus sagt, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Pilatus war so nah am Heil. Hört ihr, der ist so nah. Der war ganz kurz davor und Jesus hätte sich ihm zu erkennen gegeben. Er sagt, so bist du tatsächlich ein König? Dann sagt er, fragst du das von dir selbst oder haben es die anderen über mich gesagt? Ist das eine echte Frage, Pilatus? Oder ist das eine rhetorische Frage? Und wenn Pilatus gesagt hätte, ich möchte das wirklich wissen, wer bist du, Jesus? Hätte sich Jesus ihm zu erkennen gegeben. Und der, wie Goethe hat es auch gemacht, der hat es mit einem Strich weggewischt. Pilatus sagt, habe ich nichts mit zu tun. Pilatus ist wahnsinnig geworden und in Rom in der Gosse irgendwo geendet. Der hat seine Begegnung mit Jesus nicht vergessen können. Jesus war ein Mann, Jesus war ein König, Jesus war der König der Welt. Dagegen ist Pilatus so klein. Das ist Jesus. Ja? Das ist unser Jesus. Und wir dürfen uns und sollen uns nicht schämen für Jesus. Wenn Jesus einen Raum betreten hat, dann hat er diesen Raum ausgefüllt. Das war Persönlichkeit. Ich habe mal bei der Deutschen Bank gearbeitet, da kam einer der Vorstände rein von der Immobilienbank, von der Abteilung von der Deutschen Bank und wir waren mit 130 Direktoren da, es war laut in dem Raum. Der kam in den Raum rein, der hat den Raum beherrscht. Ich habe das selten erlebt. Das hat nicht lange gedauert, da war der ganze Raum still. Den weiß ich heute noch, vergesst den Namen wieder. Das sind Alpha-Tiere, die haben Fähigkeit, das sind moderne Feldherren. Früher waren die bei Napoleon, haben die ganze Heere haben die befehligt. Die sind heute Wirtschaftskapitäne. Die sind nichts gegen Jesus. Ja? Jesus ist der König aller Könige. Pilatus hat gezittert vor ihm. Der wollte den loswerden, um Himmels Willen.
Und irgendwann war es zu spät und diese Falle ist zugeklappt. Ja? Das ist das Drama der Welt, dass dieser Jesus, der König der Welt war, dass der von den Menschen getötet wurde und dass es so vielen Menschen heute vollkommen gleichgültig ist. Ist vollkommen egal geworden. Ja? Nicht mal mehr Feindschaft bringt man Jesus entgegen. Es ist uns gleichgültig. Interessiert mich gar nicht. Das heißt also, wir gehören zu diesem Jesus Christus. Ja, überlegt mal, der hat den ganzen Tempel leer geräumt. Ja? Der hat die Tische umgeschmissen, der Wechsler. Der sagt, ja, ihr habt ja aus dem Haus meines Vaters eine Wechselstube gemacht. Ja? Das soll doch ein Bethaus heißen, allen Völkern übrigens. Ja? Und der geht raus und er flicht so eine Geißel. Und da hat mal jemand gesagt, es dauert, bis man eine Geißel geflochten hat, das braucht Zeit. Jesus war nicht jähzornig. Ja, bis man so eine Geißel fertig geflochten hat, hat sich das Mütchen vielleicht wieder etwas gekühlt. Das war kein Jähzorn Jesu. Das war wohlüberlegtes Handeln. Und er geht in den Tempel rein und wirft die Tische der Wechsler um. Und es waren ja Leute, die ihre Waren über hunderte von Kilometern gegen Beduinen verteidigt haben, wenn es drauf ankam. Das waren ja keine Kinder von Traurigkeit, die da gehandelt haben im Tempel. Ja? Jesus war ein Mann. Und der schmeißt die alle raus, macht die Türe zu und dann ist Ruhe im Tempel. Das war so eindrücklich, dass die Pharisäer gesagt haben zu ihm, aus welcher Macht tust du das? Das geht normal nicht. Das kann ein Mensch nicht tun. Das ist Jesus. Das war ein Mann. Ja? Jesus war kein Schwächling, mit dem konnte man keine Männchen machen. Wenn Jesus den Raum betreten hat, das hat den Raum ausgefüllt. Jesus war Gott im Fleisch. Und wenn Jesus mit den Zimmerleuten und mit den Zöllnern mittags gegessen hat, dann haben wir gesagt, das ist ja einer von uns. Der hat schaffige Hände, sagt man in der Pfalz, oder? Das ist ein Schaffer, das ist ein Zimmermann. Ja? Jesus war auch, ich vermute, auch körperlich gut dabei. Nachher auf Golgatha war sein Leib ausgezehrt. Ja? Das sagt auch Jesaja. Ja? Aber das war ein Mann, das war eine Person, Persönlichkeit. Und ich glaube, dass wenn die Zimmerleute und die Pharisäer, die Zimmerleute und die Zöllner, wenn sie mit ihm gesprochen haben, die haben gesagt, das ist ein Echter. Ja? Und die haben auch über das Reich Gottes gesprochen. Das war Jesus. Das ist unser Herr, der kommt wieder. Das ist nicht das kleine Jesulein, was in der Krippe liegt. Auch, ja, ganz klein fing es an. Aber er ist der Herr aller Herren. Und er kommt vom Himmel herab mit großem Zorn. Und ihm wird Rechtfertigung geschehen für das, was er auf Golgatha gelitten hat. Ja, wo er nackt sein Leben gegeben hat und sein Blut vergossen hat für die Welt. Eine Schande, so eine Schande, dass wir alle unsere Blicke abgewendet haben. Er war der Allerverachtetste, den wir gesehen haben. Aber er trug unsere Schuld. Das ist Jesus. Das ist das Drama der Weltgeschichte. Daran glauben wir. Warum? Weil das wahr ist. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Ja? Das ist wahr. Und es wird ja im Alten Testament schon angekündigt. Deswegen sind wir ja gestern so viel durchs Alte Testament gestromert, dass wir sehen, das ist alles dort schon, das steht ja in dem Buch der Juden alles schon drin. Und es ist alles wahr geworden in Jesus. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo Israel wieder da ist. Und wo wir nach 2000 Jahren sehen, da bewegt sich was, da tut sich was. Und dann schauen wir uns auch die ein oder anderen prophetischen Texte an und sagen, da bewegt sich was, da ist was im Schwange. Jesus kommt, heiligt euch, freut euch. Vielleicht wird es noch ein bisschen heftiger werden, auch für die Christen vielleicht. Vielleicht erleben wir noch mal einen schweren Stromausfall oder diese Gassache sorgt dafür, dass Firmen noch pleite gehen. Da müssen die Christen nur noch enger zusammenrücken. Ja? Aber Jesus kommt. Er kommt. Und das kann niemand aufhalten. Das kann niemand aufhalten. Das ist fest beschlossene Sache. Das wird kommen. Ja? Und ihr seid Angekommene. Das ist das Evangelium. Das heißt also, damit komme ich auch zum Schluss, wir werden, wenn wir im Glauben und im Geist wandeln, uns Stück für Stück kennenlernen. Gott zeigt uns die Tiefen und Untiefen unserer Persönlichkeit, bis wir wie so ein leeres Feld sind und dann sät Gott uns neu ein. Und wenn wir komplett durchgerichtet sind und das an Glaubensentwicklung gemacht haben, was Gott uns zugedacht hat, und das ist beim einen 30, beim anderen 60 und beim anderen 100-fältig, ja, dann wird Gott uns nach Hause rufen in die ewige Welt. Und so lange machen wir hier Tag für Tag. Also ihr merkt, wenn wir im Glauben unterwegs sind, dann sind wir manchmal, wenn wir in uns reinschauen, sind wir manchmal verzagte Leute. Aber wir dürfen auf Jesus schauen.
Und diese Verzagtheit, die ist uns zu eigen und die ist im Glaubensleben normal. Aber das Wort Gottes, das an euch gepredigt wird von den Brüdern, das ruft euch etwas zu, was wir nicht empfinden, aber was Wahrheit ist in Jesus Christus, dass er gestorben ist und dass alles gut geworden ist. Und diese Befreiung von der Last des Anspruchs an uns selber, diese Befreiung macht uns froh. Und diese Freude ist die Kraft im Herrn. Und die Kraft im Herrn, die Freude im Herrn, die ist unsere Stärke. Ja? Und dass wir gerettet werden, liegt nicht an eurem Glauben und nicht an eurem Tun. Das liegt nur daran, weil Jesus uns lieb hat. Das ist schon alles. Wir beten noch, ja? Betest du noch mit uns? Oder? Ja? Schön.